Guten Leute, willkommen zum neuen Video. Heute mal wieder mit Slither.io und mit einem speziellen Slither.io Skin. Und ja, diesen Slither.io Skin, den könnt ihr, die Textur von eurer Schlange könnt ihr ändern, indem ihr einfach das Slither.io entweder auf Facebook shares hier unten oder auf Twitter, je nachdem wie ihr wollt, oder auch halt auf YouTube. Genau, und jetzt dann und dann erscheint nämlich hier unten Change Skin und dann könnt ihr euren Ding, euren Wurm einfach painten. Genau, da gibt's unter anderem ganz viele Würmer, auch diesen Deutschlandwurm. Dann gibt es noch den italienischen Wurm, den französischen Wurm, den, keine Ahnung, den japanischen Wurm, den Regenbogenwurm und so weiter und so fort. Dann gibt es noch den Alienwurm, den Rusty Worm, also den rostigen Wurm und ja, die Black Mamba, also das ist so ein ganz schwarz-gelb Ding. Dann gibt es so einen Stern, aha. Dann gibt es amerikanisch. Tiger. Deutschland. Frankreich. Italien und Österreich-Wurm. Schweiz-Wurm. Geil. Griechischen Wurm und der normale Wurm, genau. Aber mit wem ich heute mit euch spielen würde gern, ist der Alienwurm. Dann würde ich mal sagen, let's go. Dings läuft natürlich schon wieder mit 5 FPS ungefähr. Wenn ihr euch immer so eine Reportage über Frames per Second anschaut und dann zur Demonstration über die ganzen FPS, dann könnt ihr ungefähr sehen, wie das bei mir gerade ist. Yes, da ist ein Wurm gekillt worden und da ist schon der Glitzerwurm. Der Marilyn Monroe Wurm. Yes. Fail. Nochmal. Super, jetzt läuft natürlich wieder 1 FPS quasi. Oder 5 FPS. Damit es euch so ungefähr vorstellen könnt. Jetzt habt ihr vielleicht gerade meine Task Leistig sehen, weil ich ruckartig die Maus nach unten gezogen habe. Hey Leute, das ist so schwierig, mit einem Ruckelding zu spielen. Mit 5 FPS Slither.io zu spielen, hey, das kommt eigentlich so gleich, wie wenn man Minecraft ja, genau! Schauen wir mal nach einem anderen Wurm. Nehmen wir mal den Regenbogenwurm. Genau. Juhu, ich habe ihn in der Wiese gespawnt. Es ist natürlich, ey, dieser typische Vorführeffekt, dass ich total scheiße bin in Slither.io. Das ist natürlich mal wieder super. In echter Ball bin ich schon mal auf die Ding total groß gewesen in Real Life. Ich weiß, das sagt es hier zu leicht, weil... lieber nicht. Also am Anfang würde ich auch die beste Taktik in Slither.io, habe ich jetzt auch rausgefunden, ist wirklich erst einmal defensiv zu sein. Und dann, wenn man eine einigermaßen große Größe hat, dann kann man
auch gerne in Ding reingehen. Auf Risiko. Das war gefährlich. Ja, mein Junge, das war gefährlich. Wenn ich jetzt ganz groß gewesen wäre, ich hätte dich eingekesselt. Den würde ich auch meinen. Der ist zwar ein bisschen größer als ich, aber lieber nicht. Oh, da, wenn der speedet, der feedet mich dann total. Ja. Der macht... Oh ja. Bye bye und Tschüssikowski. Ah, da ist schon wieder reiche Schlange. So, genau, über sich selber kommen wir ja drüber, aber das habe ich euch ja im ersten Slither.io Teil verdings. Oh, shit, nee. Au ja! Da ist er gestorben! Ja! Boah! Leute, das ist ganz schön gefährlich! That's very dangerous! Au ja! Buja! Buja! Nein, ich bin eingekesselt. Na toll, super. Oh. Oh ja. Ich kann raus. Na super. Scheiß Wurm. Scheiß Würmer, ey. Kruzifix. Nein, der ist nicht offen. Ja, du bist ein Schlauer, ne? Aber hier, ich feede dich jetzt. Da hast du ein bisschen mehr. Mir macht das jetzt auch nichts mehr aus. Jo, Leute, ich würde sagen, das war's mit Slither.io. Und ja. Dann würde ich mal sagen, tschüss und bis dann. Bye bye und tschüss, Sikowski. Bye bye.